Was hältst du von Medien, die mit Verstorbenen reden? Existiert das Bewusstsein der Mensch dann weiter, mit dem man sich unterhalten könnte? Letztlich ja, ne? Als Gott. Das ist alles das eine selbe, ja, das eine selbe Bewusstsein. Ich mache da keine Trennung zwischen den Wesen, das ist der und das ist der. Diese Vielheit ist Illusion. Der Träumer ist der gleiche. Ja? Aber du sprichst dann nicht wirklich zu diesem Menschen, weil den hat es so nie gegeben. Den hat schon vor dem Tod nicht gegeben, dieses individuelle Bewusstsein. Das ist jetzt schon Illusion. Das kann nicht weiter existieren, weil es vorher schon gar nicht existiert hat. Das, mit was du sprichst, ist das eine Bewusstsein. Und das kann sich natürlich alle Informationen, die ihr bestimmtes Leben, eine bestimmte Form seiner selbst betroffen haben, in irgendeiner Vergangenheit jederzeit holen. Dieser Kanal ist immer offen. Ja? Der ist in dir auch drin. Der ist in jedem drin. Ja? Wenn wir komplett zu uns zurückgehen, in der Innermost, sind wir alle völlig ident. Ist alles dasselbe. Und dadurch haben wir von dort auch alle Informationen, wenn es notwendig ist, als Spiel des Bewusstseins, als Lila, ja, kann man dann spielen Medium, dass da irgendwelche Verstorbenen channelt. Aber das könnte jeder sein. 100.000 Millionen Menschen waren schon Napoleon, oder so viel werden es nicht gewesen sein. Die waren ja wirklich alle Napoleon. Weil es immer nur einer ist, der alle ist. Es ist immer derselbe Schauspieler, der alle Rollen spielt. Alle Rollen spielt. Und du kannst dann natürlich mit diesem Schauspieler sprechen. Ja? Über die Rolle eventuell. Das Channeln sozusagen. Die Information ist da, nur die Rolle hat mit dem Schauspieler nichts zu tun. Das ist halt dann eine Lebensgeschichte, die man da erzählt. Was ich von den Medien selbst halte, naja, die haben dann halt einen Zugang dazu. Ihre eigene Erklärung ist dann meist falsch. Ja? Weil es eben oft so festgemacht wird, als wäre da wirklich eine Seele im Jenseits, die dann durchspricht. Da wird teilweise dann auch Geld gemacht und ausgenutzt, irgendwelche Menschen, die dann dafür zahlen, dass mit irgendeinem Verstorbenen sprechen. Aber das ist halt das Spiel des Bewusstseins. Es existiert ja weiter, aber im einen, in Gott selbst. Aber der Mensch selbst existiert nicht weiter, also nicht als abgetrennte Wesenheit.